Hey Leute, weiter geht's mit Harry Potter. Wir müssen an Ron... Oh mein Gott, was war das denn? Was? Wir müssen ihm auf seiner Kotze hinterher? Nein, okay, gut. Ich dachte schon. Wir müssen an Ron bleiben. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Das hätte gerade in selbiges gehen können. Lol. Autsch. Ihr habt weggeguckt, um zu sehen, ob ich aufnehme. Doof, wenn ich das mache. Ja, ich merke schon. Es ist doof, wenn ich das mache. Könnte sein, dass wir hier versagen, scheitern, sterben. Oder einfach allen Bohnen ausweichen. Du bist schon ein bisschen widerlich, Ron. Ich dachte nur, ich erwähn's. Ich dachte, ich erzähle es dir, weil es dir Mut macht. Bestimmt. Wer ist auf diese Idee gekommen? Was machen wir hier? Was tun wir hier? Oh mein Gott. Was ist das? Ich wollte ein Spiel über Magie und Zauberer. Meine wildesten Träume. Und dazu gehörte definitiv nicht, einem kotzenden Gryffindor zu folgen. Während ich durch den Schlamm rutsche. Meine ja nur. Ist jetzt auch nur meine Meinung und alles. Puh, wild rülpsend habe ich vergessen. Kotzend, wild rülpsend. Das sind seine beiden Haupteigenschaften. Oh Gott. Wir müssen aufschließen. Damit meine ich nicht die Tür. Wir müssen unsere Distanz zum verfolgten Subjekt reduzieren. Um ganz präzise zu sein. Wobei Ron ist eher so ein Prädikat. Subjekt ist da vielleicht zu hoch gegriffen. La 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 la. Okay, Harry. Die Schnecken müssen alle raus. Ich gebe dir Fangs Futternapf zum Auffangen. Was zur Hölle? Unter Ron, um sie aufzufangen. Leere ihn dann so oft es geht in das Fass, indem du die Quadrattaste drückst, damit er nicht überläuft. Schnell, Harry. Viel Glück. Das klingt nach Spaß. Ich verstehe es nicht. Ich drücke die. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, 5 passen rein. Zwei, komm. Gut gemacht, Harry. Das Puh. War eine gute Leistung. Kriege ich Punkte für Gryffindor? Nein, Quatsch, das würde keinen Sinn machen. Das ist eins der komischsten Spiele, die ich hier gespielt habe. Will's nur erwähnen. Wie geht es dir, Ron? Ich will nie wieder Schnecken sehen, solange ich lebe. Beim nächsten Mal kriege ich Malfoy. Wie kann er Hermine nur Schlammblut nennen? Ron, es ist nur ein Wort. Ja, aber es ist so ziemlich das Gemeinste, was ihm einfallen konnte. Schlammblut ist ein wirklich schlimmes Schimpfwort für jemanden, der aus einer Nicht-Magier-Familie stammt. Ein paar Zauberer glauben, sie wären besser als alle anderen, weil sie reinblütig sind.
Danke, dass du mich verteidigt hast, Ron. Besonders, weil doch dein Zauberstab kaputt ist. Ich kann die Schnecken immer noch schmecken. Ich muss mir, glaube ich, mal die Zähne putzen. Wär mal Zeit, ja. Schau mal auf die Uhr. Wir sollten schleunigst zur Verteidigung gegen die dunklen Künste gehen. Muss das sein? Also Harry, ich weiß wirklich nicht, was du gegen Professor Lockhart hast. Er ist doch ein fantastischer Lehrer. Na, zumindest glaubt er das. Verteidigung gegen die dunklen Künste findet im Oberschloss statt. Ich bringe dich hin, Harry. Yay, sobald wir Verteidigung gegen die dunklen Künste absolviert haben, sollten wir in der Lage sein, an eine bestimmte Bildkarte, ich glaube sogar hinter diesem Regal, zu kommen. Ich glaube sogar hinter diesem Regal. War es nicht in der Bibliothek? Mein Gott, ich habe vergessen, wo die Bildkarte ist. Aber ich habe es ja auf Video aufgenommen. Sollte also nicht allzu schwierig sein. La 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 la. Das Oberschloss. Der Teil des Schlosses, in dem die ganzen Ober auf dich warten. Ach ja, daran erinnere ich mich auch noch. Das ist ja bei Verwandlung, oder? Ganz viele böse Ritterleins. Ich finde diese Kamerarundfahrten, die sie gemacht haben, ziemlich cool. So, hier sind wir und wir werden natürlich direkt die Augen offen halten nach Regalen und Geheim. Lass mich dich töten. Nee. Das wird bestimmt eine interessante Stunde. Professor Lockhart ist wohl der mutigste Zauberer aller Zeiten. Hast du darum alle Stunden bei Lockhart auf deinem Stundenplan mit Herzchen versehen? Hab ich gar nicht. Alles klar, Harry? Alles klar. Lass uns gehen. Komm. Komm zu mir. Wir gehen zuerst mal in dieses... Ach, können wir jetzt gar nicht. Ich glaube, wir müssen stringent in Verteidigung gegen die dunklen Künste, gegen die dunklen Knüste. Es ist wieder ein Zeitspiel. Es gibt bestimmt wieder einen Rekord. Ja. Da ist er doch. Ich sehe ihn doch. Da waren Ritterleins. Hier sind keine. Falscher Gang. Bestimmt kann man das jetzt nicht mehr schaffen. Also schon, aber nicht mehr mit Bieten der Bestzeit, oder? Wir werden es ja sehen. Überbieten der Bestzeit. Verdammt. Ihr wisst doch, was ich meine. Verlangt doch nicht von mir, dass ich mich richtig artikuliere. Was soll das denn? Immer diese überhöhten Erwartungen von Zuschauerleins heutzutage. Völlig übertrieben. Oh Gott. Egal, sammeln wir ein paar Bohnen. Warum auch immer, ich glaube, dass das jetzt eine gute Idee ist. Irgendwas hat mir gesagt, dass danach der letzte Raum kommt. Aber irgendwie glaube ich das gerade gar nicht mehr. Okay, durch den müssen wir dann wirklich durchrushen. Ihn direkt verstehen. Vielleicht war das richtig. Los, Harry. Ja, ich beeil mich ja. Professor Lockhart, hier bin ich. Gut. Da steht die Grinsebacke. Nahezu perfekt. Sehr schön, Harry. Ich wusste, du würdest in meiner Klasse der Schnellste sein. Leider habe ich gerade keine Autogrammkarte zur Hand. Dafür aber eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Von mir unterzeichnet natürlich. Sag, dass es die Gilderoy Lockhart-Karte ist. Das wäre so perfekt. Das ist keine Bildkarte. Was?
Das ist keine Bildkarte, Herr Lockhart. Sie haben da einen kleinen Fehler gemacht. Nun. Egal, auf zum Unterricht. Er ist halt nicht der Hellste. Liebe Schüler, ich bin Gilderoy Lockhart, fünfmaliger Gewinner des charmantestes Lächeln-Preises der Hexenwoche. Heute erkläre ich euch einen Zauberspruch, der den Körper lähmt, den Petrificus Totalus. Folgt den Bewegungen meines wertvollen Zauberstabes und drückt die Symbole, auf die er zeigt. Wiederholt dies dreimal und ihr beherrscht den Petrificus Totalus. Bist du bereit? Ja. Du hast gar nichts zu den Noten gesagt. Sehr elegant, genau wie ich. Sehr elegant, genau wie ich. Sehr elegant, genau wie ich. Das war schon sehr gut, muss man sagen. 96%, komm schon. Yes, danke. Das war ganz leicht. Bereit? Ja. Perfekt. Sehr elegant. Genau wie ich. Großartig. Großartig. 92% beziehungsweise 91, glaube ich. Sollte aber reichen, wenn ich jetzt nicht verkacke. Mach dich bereit. Großartig. Sehr elegant. Genau wie ich. Schade, schade. Sehr elegant. Genau wie ich. Das war nicht so gut. Bitte sag, dass es reicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Dein fucking Ernst. Das gibt eine durchschnittliche Note. Nee. Bist du bereit? Da irrst du dich. Sehr elegant, genau wie ich. Sehr elegant, genau wie ich. Sehr elegant, genau wie ich. Kein schlechter Verlierer, dieses Markolein. Das waren 100. Das war ganz leicht. Großartig. Perfekt. Perfekt. Großartig! Großartig! So, jetzt sollte ich es eigentlich überhaupt nicht mehr verkacken können. Dafür müsste jetzt schon alles schief gehen. Noch einmal, mach dich... Großartig! Sehr elegant, genau wie ich. Großartig! Großartig! Sag mir nicht, dass ich schon wieder verkackt habe. Ich habe eine 100, eine 91 und eine 70. Nein! Bist du bereit? Ja, ist ja gut. Sehr elegant. Genau wie ich. Großartig. Perfekt. Großartig. Okay, ich schätze, wir fangen mit einer 91 dieses Mal an. Aber das muss noch nicht heißen, dass wir keine Chance mehr haben. Keine Chance mehr. Das war ganz leicht. Perfekt. Großartig. Perfekt. Perfekt. Noch eine 91. Dann muss das dritte jetzt auch eine 91 werden, glaube ich. Eine 87? Ernsthaft? Noch einmal. Mach. Ja. Großartig. Großartig. Sehr elegant. Genau wie ich. Großartig. Okay, das war jetzt die 96. Komm schon. So kommen wir doch auf eine 1, Lehrerlein. 95. Wetten, mir fehlt jetzt 1%.
danke. Du bekommst dafür eine 1. Glückwunsch. Du hast eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer gewonnen. Gut gemacht. Jetzt hast du alle Hauspokale und Plaketten gewonnen. Auf dich wartet jetzt eine Gründerbildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Yay. Da ist der Pokal. Alle Pokale sind mir. Vortrefflich, wahrlich. Und jetzt an die Arbeit. Und ich frage mich, wo diese Gründerkarte auf mich wartet. Ich muss euch warnen. Es kann sein, dass ihr in diesem Raum euren schlimmsten Ängsten ins Gesicht sehen müsst. Euch kann nichts passieren, solange ich hier bin. Bleibt ruhig. Bereit? Frisch gefangene Wichtel aus Cornwall. Keine Sorge, ich habe ihn zuvor betäubt. Wir sind sicher. Nun, ich bitte euch drei, den Rest von ihnen wieder in den Käfig zu sperren. Wir sehen uns später. Mir scheint, Lockhart will uns ein paar Tipps geben. Ich kümmere mich darum. Wenn der Wichtel rot leuchtet, kannst du deinen neuen Zauberspruch verwenden. Er muss aber voll aufgeladen sein, um einen Wichtel zu betäuben. Petrificus Totalus. Du kannst ihn nur schweben lassen, wenn er betäubt ist. Ich habe das Konzept verstanden, Hermine. Wingardium Leviosa. Ja. Bewege den... Ja, über den Käfig, lass ihn fallen und dann ist alles Einfach. Toll. Ist Professor... Okay, ich werde es versuchen. Aber mein Zauberstab ist ein bisschen komisch im Moment. Jage zuerst diesen Wichtel, Harry. Denk dran. Erst betäuben, dann schweben lassen. Ja, Hermine, wie schon gesagt, habe ich es verstanden. Petrificus Vingalium Leviosa. Ich kann mit 2 Stimmen gleichzeitig sprechen. Ich bin Harald Töpfer. Und es ist als Sehr Töpfer... Gut, ich sorge dafür, dass sie nicht entkommen. Kümmere du dich um die anderen. Ein sehr wichtiger Skill. So, das ist zu. Ist das so gedacht, dass das zu ist? Ja, doch, ich glaube, das ist, wo wir reinkommen. Wir sind ja immer noch in dem ersten Klassenzimmer. Ich war nur durch den Perspektivwechsel verwirrt. Ich gehe jetzt aber besser zu Ron. Er ist oben. Wir sehen uns. Ja, man sieht sich. Tschüss. Wie panisch er wegläuft. Er vertraut uns nicht ganz. Er ist sich nicht sicher, denke ich. So, ein bisschen Speed. Petrificus Totalus! Hallo, ich hab dich ja wohl getroffen. War ja wohl 1A. Wingardium Leviosa! Totalus! Wingardium Leviosa! Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Schön auch das riesige Lockhart-Porträt gerade an der Seite. Jetzt haben wir es verpasst. Jetzt konnte ich es euch nicht mehr zeigen. Es war auf jeden Fall ein riesiges Lockhart-Porträt. Wenn ihr zurückspult, seht ihr es. Jetzt so, die Porträts sind Geheimgänge. Du hast gerade leider für immer deine Chance vertan, alle Hexen- und Zauberer-Bildkarten zu sammeln. Es tut mir leid, Marcolaine. Gehe zurück zum Start und versuche es erneut. Petrificus Totalus! Wingardium Leviosa! Schwingardium Leviosa! Wingardium Leviosa. Die armen Wichtels. Oh weh. Eigentlich voll gemein, was wir ihnen da antun. Wie ihr seht, mache ich gerade eine weiche allen Bohnen aus Challenge. Oh warte, man kann zurück und die holen. Auch wenn ich nicht weiß, ob die für irgendwas noch gut sein werden. Besser haben als brauchen. Ist ein sehr kluges Lebensmotto. Und wie wir Verteidigung gegen die dunklen Künste absolvieren, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!